Zuschauer. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Und er hat Platz. Da ist er vorbei. Jetzt aber. Tor für Juventus Turin. Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch an. Er setzt sich trotzdem durch. Er schlägt ihn rein. Versucht ihn da zu klären. Er trifft ihn. Messi. 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 Jetzt ist er drin. Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Einfach unhaltbar. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Er könnte zum Tor ziehen. Er springt hoch. Tor für Juventus Turin. Es ist die erneute Führung. Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Costa. Cristiano Ronaldo. Und er zieht. Er sitzt. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Cristiano Ronaldo. Der Schiedsrichter pfeift. Was nun? Der FC Barcelona. Aber wenn er sowieso macht, dann sollte er es vor dem 16er machen. Und der Elfmeter ist drin. Kühl und abgeklärt verwandelt. Er hat ihn sich zugetraut und er hat ihn sicher verwandelt. Vidal. Luis Suarez. Hat er den Überblick behalten? Alexandro. Bonucci. Ende, der Schlusspfiff ertönt. Der Gegner nahm die vielen Einladungen zum Toreschießen dankbar an. Die Abwehr sah das ein oder andere Mal aber mal so richtig schlecht aus. Wie siehst du die Partie?